Mal noch zum Doppler-Effekt, die Formel. Also können auch mehrere werden. Nochmal zur Ausgangsüberlegung und ich sage gleich mal, Leute, guckt auf den Link, wie der Doppler-Effekt entsteht, woraus sich das mit diesen komprimierten Schallwellen zusammensetzt und so weiter. Dieses Video wartet hier, ihr guckt da kurz drauf, das Video ist nicht lang, da kann man das mit dem Doppler-Effekt nochmal erkennen. Und auch zum Thema Überschallen, super Video, da sieht man sogar den Schallkegel, also ganz toll. Gut, also wir machen jetzt mal weiter. Wir nehmen mal an, ein B, wie Beobachter steht, die Schallwellen kommen auf ihn zu. Das Fahrzeug, was da tü-tata macht, wir nehmen mal, damit wir einfacher rechnen können, eine Frequenz von 1000 Hertz. Das macht also ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, immer das Gleiche. Und sendet nur einen Ton aus. Und noch steht es. Dann hört der Kerl hier, der Beobachter, Folgendes. Also, wir haben die entsprechenden Werte gegeben. Ich habe das mal schon alles aufgeschrieben, damit es schneller geht. Wenn ich die Formel, also Lambda, die Wellenlänge von S0, hier von dem Sender, S wie Sender, B wie Beobachter, wenn ich annehme eine Schallgeschwindigkeit der Luft von 340 Meter pro Sekunde und ich setze dann entsprechend ein, Frequenz, der Kehrwert ist die Periodendauer, dann kriege ich raus, Lambda S0 ist 0,34 Meter. Gut, bis dahin geht das. Jetzt sagen wir mal an, der Sender fährt auf den Beobachter zu. Der sendet trotzdem mit 1000 Hertz, aber er fährt relativ langsam mit 36 km/h. Lässt sich wieder super machen, weil es 10 Meter pro Sekunde sind. Da brauchen wir hier nicht lange zu rechnen. Und wir möchten dann wissen, ja, was kommt aber beim Beobachter an komprimierten Schallwellen an? Das heißt also, die Wellenlänge wollen wir mal haben und daraus werden wir dann die Frequenz später berechnen. Dann geht das so. Wir müssen erstmal eine Überlegung anstellen und zwar, normalerweise, wenn das Fahrzeug steht, das ist jetzt mal alles ganz stark übertrieben, seien das die einzelnen Wellenberge der Druckwellen dieses Schalls von 1000 Hertz mal angenommen. Wenn sich das Auto aber bewegt, mag der erste Wellenberg schon losgefahren sein, aber das Auto rast dem hinterher und sendet praktisch dadurch komprimierten zweiten Wellenberg aus. Wir haben es also mit einer Wegdifferenz, hier Wellenberg zu dem Wellenberg, von S, Sender 1, Zustand 1, es fährt, zu tun. Mit anderen Worten, die neue Wellenlänge dieses Senders wird sein, die alte, wenn er steht, minus dieses S. Und zwar S1 habe ich es genannt, ne? Weil S wie Wegstrecke von Sender im Zustand 1. So ist es gemeint. Ja, um hier drauf zu kommen und um dann die Formel zu verallgemeinern, die für die typische Mechanik gilt, ohne Überschall und Co. Müssen wir ein paar Vorüberlegungen anstellen. Wir kennen alle bei gleichmäßiger geradliniger Bewegung die Formel V ist S durch T. Das nehme ich mal T und tausche dann die Seiten, dann habe ich S ist gleich V mal T. Notfalls werde ich hier mal einen Link anbringen, wie man solche Formeln nochmal umstellt, falls es jemand wissen muss. Bei Schwingungen sagen wir allerdings, die Periodendauer einer Schwingung ist genau der Kehrwert von der Frequenz. Wozu werden wir das brauchen? Naja, wir hatten ja gesagt, in einer bestimmten Zeit, so schnell wie sich nämlich der Krankenwagen hier bewegt, legt er eine gewisse Strecke zurück. Und das von Wellenberg zu Wellenberg ist die Periodendauer nun mal bei 1000 Hertz ein Tausendstel Sekunde. Davon kommt das. Wenn ich jetzt das beides mal zusammenmische und sage, die Wegstrecke ergibt sich normalerweise aus V mal T, ne, durch hier entsprechendes Umstellen, und ich nehme jetzt mal statt T die Periodendauer, nämlich diese, in diesem Fall wären es mal die 1000stel Sekunde. Dann kann ich doch die beiden Formeln zusammenmischen. Dann kann ich doch sagen, S ist V mal und jetzt nehme ich 1 durch F. Nämlich statt des kleinen t nehme ich die Periodendauer groß T. Setze das entsprechend ein und sage, das S ist gleich V mal 1 durch F. Kann ich auch besser schreiben als S ist V durch F. Ne, bloß kombiniert das beides. Ergibt den grünen Term. Also die beiden ergibt den grünen Term. Und wenn ich das jetzt für S einsetze, dann kann ich doch die Formel so hinschreiben. Statt V und F schreibe ich V S1 durch F S0. Eigentlich logisch, hoffe ich. So, aber jetzt hatten wir gesagt, dass diese Strecke auch einer gewissen Wellenlänge entspricht. Und Wellenlänge Lambda ist gleich V durch F. Na wunderbar. Beziehungsweise, so wie wir vorhin gerechnet haben, mit V mal 1 durch F geht auch.
Dann kann ich doch sagen, na, ist doch ideal. Da kann ich doch die Formel allgemein für den Beobachter, der ja hier steht, an diesem Punkt, kann ich doch die Formel so sagen, dass die nicht die neue Wellenlänge des Senders beträgt, sondern das, was der hört, ist nämlich das genau. Und dann sage ich, okay, dann ist also das genau dieser Formel. Jetzt bezogen auf unser Beispiel, wenn sich also der Krankenwagen mit 10 Meter pro Sekunde auf den Beobachter zubewegt und ich diese Formel, ne, ich zeige sie nochmal hier oben, wenn ich in diese Formel die entsprechenden Größen einsetze, bei Stillstand S0 habe ich 0,34 Meter und ich setze hier die 10 Meter pro Sekunde ein und hier unten statt der Frequenz 1 durch 1000, ne, also 1000 Sekunden, die Sekunden kürzen sich raus, dann kriege ich für diesen Term 0,01 Meter raus. Also verkürze ich die Wellenlänge um, naja, 1 Zentimeter. Also ist die neue Wellenlänge 0,33 Meter. Wird der Ton jetzt höher? Kann man ausrechnen. Aber Achtung, jetzt darf ich nicht die Geschwindigkeit des Autos nehmen, sondern jetzt muss ich natürlich bei der allgemeinen Formel Lambda ist gleich V durch F, die V, also die Geschwindigkeit des Schalls nehmen. Das stelle ich mal entsprechend um, sodass ich F auf der linken Seite stehen habe. Dann ergibt sich das hier. Wenn ich da wieder diese 340 Meter pro Sekunde, also Schallgeschwindigkeit, einsetze, die Meter kürzen sich, deswegen das habe ich mal in Blau noch dargestellt, kriege ich etwas mit durch Sekunde raus. Den Term durch den Term teilen, im Taschenrechner, tä, habe ich es, auch ich jetzt nicht mehr. Dann ergibt das 1030,30 Periode 30 mal 1 durch Sekunde. Wir wissen aber, notfalls nochmal gucken hier bei den Links, 1 durch Sekunde ist Hertz. Also ergibt sich rund 1030 Hertz. Das ist schon ein bisschen höher. Jetzt könnte man sagen, naja, gut, das ist ja schön. Ja, jetzt weiß ich, dass es höher ist. Ja. Wenn ich sage, was passiert denn im anderen Fall, also dahinter, ja, dann sage ich nicht minus, dann verkürze ich das nicht, sondern dann verlängert sich das und ich nehme ganz einfach hier wieder meine Formel und schreibe hier ein Plus hin. So, bis dahin. Viel spannender ist aber die Anwendung beim Radar. Wir tun jetzt mal so, als wenn alle Autos auf der Erde meinetwegen sogar alle grundsätzlich 1000 Hertz ausstrahlen. Dann könnte man einen ganz einfachen Radar eben mit diesen Berechnungen auch so anstellen, dass man die ganze Formel, die wir eben gefunden haben, umstellt. Und wenn ich die Formel umgestellt habe, dann kommt eben raus, V S1, die Geschwindigkeit des Senders beträgt und dann hier durch die Umstellerei die ursprüngliche Wellenlänge von diesen 1000 Hertz mal die Frequenz von diesen 1000, also diese 1000 Hertz und dann die Wellenlänge, die der Beobachter empfängt, also die Polizei, aber mal der alten Frequenz. Das ist hier lumpiges Umstellen und ein bisschen tauschen. Hier könnte man vielleicht noch einiges verkürzen, aber das wäre das Prinzip des Tatütata-Radars. Dass wir das dann alles mit Funkwellen machen und natürlich ganz anderen Ausbreitungsgeschwindigkeiten. Ne? Mit Lichtgeschwindigkeit breiten sich Funkwellen aus und trotzdem kriegt es die Polizei doch immer wieder hin, uns damit zu blitzen, wenn wir zu schnell sind. Ich hoffe, ich habe die Formeln mal noch ein kleines bisschen dadurch oder den Doppler-Effekt noch ein bisschen durch die Formeln auf eine andere Art mit Leben erfüllt und verbleibe mit besten Wünschen. Tschüss!